Okay, gehen wir auf Tauchstation. Denn hier waren wir ja noch nicht. Oh, hier gibt es sogar Flugteile. Also wenn ich da wirklich runtergefallen wäre, als hier noch kein Wasser drin war, hätte ich mit den Flugplatten, wäre ich dann auf jeden Fall wieder nach oben gekommen. Wenn man, also natürlich vorausgesetzt, man überlebt den Sturz in den heißen Treibsand. Ah, der letzte Jinjo. Hier war der. Kann ich jetzt weiterschwimmen? Oh, danke. Ich liebe Musiküberlagerungen. Oh, hoffentlich schaffe ich das in einem Zug rum. Nicht, dass ich nochmal extra Luft holen muss. Na kommt, ihr beiden. Schwimmt mal ein bisschen. Ui, ein Momo-Schädel. Nein, 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 den darf ich nicht verpassen. Drei Teile. Oh, ich glaube, ich bin einmal rum. Kann das sein? Mal kurz gucken. Ja, ich bin einmal rum. Sehr schön. Hey, Luft. Ja, wir erinnern uns ja an unser Dromedar, das gerne ein Kamel sein möchte. Das wollte ja Schatten suchen. Den Schatten hat es hier beim Baum gefunden. Ich weiß zwar nicht, also der Baum... Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so viel Schatten bringt. Egal. Der Baum hier sieht verdammt durstig, mächtig durstig aus. Ich habe zwar Wasser, brauche es aber leider für mich. Ja, das ändern wir gleich mal. So gießt man einen Baum. Man besorgt sich einen Dromedar und springt ihm auf den Rücken. Ah, das tut gut. Trunka, geht es wieder berechtigt. Danke, danke. Und ich rede schon wieder so seltsam. Wow, Pflanzenwachstum, ey. Und jetzt ist er so schnell gewachsen, dass ich nicht mehr ans Teil rankomme. Aber kein Problem. So komme ich ja auch daran. Was ist das? Also, das ist der typische Puzzlebaum, der nur in der Wüste wächst. Man gießt ihn und er trägt Puzzles als Früchte. Naja, ja. Ist aber auch schön. Und weiter. Hier oben gab es ja noch eine Flugplatte und die werde ich jetzt nutzen. Na komm. Denn wir sehen ja hier diese lustigen Statuen mit ihren Ringen auf dem Kopf. Und was macht man durch Ringe? Richtig, man schwimmt durch, man fliegt durch, man springt durch, man durchkreuzt sie einfach irgendwie. Beziehungsweise durchquert sie. Fliege durch die Ringenstatue, um eine goldene Belohnung zu erhalten. Ja gut, man kann sich, glaube ich, denken, was das für eine goldene Belohnung sein wird. Nämlich ein Puzzleteil. Ach naja, das sollte man ja nicht verraten. Ah, egal, ich habe es ja trotzdem verraten. Ja, ich bekomme ein Puzzleteil, wenn ich da durchfliege und ich muss aufpassen. Das war knapp. Hey, ich sehe mich in der Zwischensequenz. Cool. Und der steht aber ungünstig hier. Ich werde mal ein bisschen hochfliegen und ein extra Leben. Naja, gut, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Schaff, Kazui, runter. Boah, das war knapp. Oh nein, nicht bei diesem scheiß Käfer, ey. Ich hasse diesen Käfer. Warum habe ich den nicht umgebracht? Ich könnte es versuchen abzukürzen, aber ich mache es aber auf die sichere Tour heute. Na, und die Olle Honigwabe muss ich ja auch noch holen. Ah. Ja, das ist, glaube ich, der letzte. Der ist wieder voller Swings. Ich versuche mal, ob ich die Honigwabe bekomme. Es ist erfahrungsgemäß immer nicht allzu leicht, die zu bekommen. Ha! Bekommen. Sehr schön. Gut, ich bin jetzt da zwar... Musste ich meine Flugfähigkeit dafür aufgeben, aber das ist ein kleines Opfer, das ich bereit bin zu geben. Und hier gibt es noch eine Honigwabe. Und die ist... Ja, genau, die ist nicht allzu schwer zu finden. Ich muss aber nochmal hier nachgucken, ob es hier irgendwas gab. Hier gab es nur Federn. Okay, hier gab es nur Federn, keine Noten. Halt, was gibt's hier? Nee, da gab es nichts. Gut. Also nochmal fliegen. Und warum nehme ich jetzt den Weg? Naja, Hauptsache ich... Oh, 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 das wird knapp. Und ich werde... Ja genau, ich fliege erstmal durch die Statue, dann kommt das Puzzleteil und dann fliege ich zur zweiten leeren Honigwabe. Oh, der Baum ist jetzt so gigantisch da unten. Ah, und ich bin wieder viel zu hoch. Kazui, du musst tiefer. Tiefer, tiefer, tiefer. Ah, Hilfe. Sehr gut, Sterblicher. Sicher kannst du damit mehr anfangen als ich. Das möchte ich meinen. Ja. Und jetzt hole ich mir erstmal die zweite Honigwabe. Man sieht schon da oben dieses Kazui-Zeichen. Kann man sich ja denken, da muss man irgendwas machen mit Kazui. Aber später. Und das Kamel ist jetzt hierhin geflüchtet, aber es ist nicht sicher vor uns. Du kannst dich nicht verstecken vor mir. Und jetzt hüpfe ich nochmal auf ihn rauf. Zack, Honigwabe. Jetzt reicht's mir.
Ich verlasse diese Wüste und suche mir ein ruhiges, schattiges Plätzchen. Ja, flieh nur, du Kamel, Dromedar, was auch immer. Flieh nur, du Untier. Ich finde dich überall. Und wir haben einen neuen Energiepunkt. Und somit haben wir unsere maximale Energie erreicht. Ab jetzt gibt es keine leeren Honigwaben mehr in den Level. Weil ich, wie gesagt, maximal Energie habe. Hätte ich jetzt irgendwelche Honigwaben nicht gefunden in den Level vorher. Oder in den Leveln vorher. Dann würde ich in den Leveln, die jetzt noch folgen, noch leere Honigwaben finden. Aber so gibt es jetzt keine mehr. Und jetzt, was muss ich jetzt machen? Genau, ich habe hier noch ein Puzzleteil. Und dann muss ich hier noch den Kazooie, das Puzzle mit Kazooie lösen. Das dürfte Nummer 9 sein, oder? Ja. Fehlt noch ein Puzzleteil. Und das machen wir gleich mal hier hinten. Ja, was muss man da wohl machen? Kazooie ist ja die Königin der Lüfte, also probieren wir es mal mit der Luftattacke. Ich bin zu hoch und zu nah und überhaupt. Ach, und wieder Zeitlimit, wie schön. Ja, dann nehme ich jetzt gerne mal einen kleinen Treffer in Kauf. Man muss auch Opfer bringen. Ja, und eine neue Höhle. Was ist hier los? Ich sehe nichts mehr. Hallo? Ich hoffe, dass jetzt hier die restlichen Noten sind. Noten 96. 98? Ja, hier sind die restlichen Noten. Das ist gut. Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Weil es kann. Hallo Freunde, ich bin Ruby. Kann ich euch helfen? Wir suchen Schätze. Du Flötenpeter. Flötenpeter. Das trifft sich. Ich sehe da oben nämlich einen Schatz. Er gehört euch. Wenn ihr an ihn herankommt. Ja. Was muss man hier wohl tun? Man sieht schon wieder ein Loch. Und was macht man mit Löchern? Richtig, man kackt sie allgemein in diesem Spiel irgendwie zu. Leider wird das Loch immer schneller. Je mehr man es zukackt. Ja, man sieht schon die Schlange. Guckt ab und zu mal aus ihrem komischen Topf da raus. Oh Gott, wie viel brauche ich denn hier noch? Ah, dann nehmen. Ah, 1000 Dank, meine Freunde. Hiestrup wird euch nun helfen. Jawohl, und jetzt kommt die Schlange aus dem Teil und ich kann da hochklettern. Und so kommt man an das Puzzleteil. Und damit haben wir auch hier alle Puzzleteile. Da freut sich doch unser Bär. Ja, damit habe ich hier alles abgedeckt, richtig. Alle Noten, alle Honigwaben, alle Puzzleteile. Schön. Können wir diese Wüste also wieder verlassen und uns anderen Dingen zuwenden. Reicht ja auch erstmal aus mit der Wüste. Ich glaube, es werden drei Videos. Ja, sind schon wieder drei Videos. Genug Wüsten-Action. Und auf Wiedersehen, Wüste. Ja, ja, ja. Die Bestleistung ist nun 100 Noten. Ich weiß. Und wir können uns gleich mal das Puzzleteil holen, das wir freigeschaltet haben. Oh, oh, es tickt schon wieder. Dass die Zeit nochmal so knapp bemessen ist. Wo war es doch gleich? Das war in einer dieser Sarkophag-Teile. Warum sind jetzt hier diese scheiß Mumien? Ach, da ist es, genau. Wo ist hier meine... Oh nein! Geh weg! Genau, und hier kann man sich den kleinen Glitch zunutze machen. Indem man auf den Sarg drauf springt. Und ich habe jetzt endlich die Turnschuhe. Und die werde ich auch gleich mal benutzen. Ich überlege gerade. Ich mache an der Stelle, glaube ich, einen kleinen Schnitt. Oder mache ich keinen Schnitt? Ich weiß es noch nicht. Ah doch, ich werde an der Stelle einen kleinen Schnitt machen. Ich gehe jetzt in den Sumpf, also in den Bubble Globe Swarm, verwandle mich in ein Krokodil und dann sehen wir uns wieder.